Herzlich willkommen in Ihrem, in eurem Wohnpark Alt-Erla. Herzlich willkommen beim Informationsabend der SPÖ Alt-Erla zum Thema ELGA, elektronische Gesundheitsakte. Ein Informationsabend, der organisiert wurde von der Sektion Alt-Erla, an deren Spitze Bezirksrätin und Sektionsvorsitzende Susanne Deutsch auch hier heute bei uns ist. Herzlichen Dank für die Organisation. Mein Name ist Sonja Kato. Ich habe heute hier die Aufgabe und die Ehre, durch den Abend zu führen und auch im Anschluss die Diskussion zu moderieren. Im Mittelpunkt steht des heutigen Abends ein Informationsvortrag von Frau Doktorin Susanne Herbeck, die auch schon hier unter uns ist. Herzlich willkommen und guten Abend. Ich darf Sie jetzt herzlich einladen, mir durch ein paar Folien zu folgen. Ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen, was der Hintergrund ist, warum man sich in der Politik entschlossen hat, in Österreich ein System einzuführen, das im Rahmen der Gesundheitsbehandlung unterstützen soll. Dann, wie es aufgebaut ist, weil da ganz viele Märchen herumgeistern, wie das sein könnte und wo man sich, warum man sich vielleicht sogar davon fürchten muss. Da möchte ich euch erzählen, wie das tatsächlich ist. Dann werden wir einen ganz kurzen Ausflug machen in die Welt der Befunde. Da wird sich mit der ELGA auch ein bisschen was ändern. Und ich werde euch auch Bilder zeigen, wie man sich ungefähr vorstellen kann, dass man seine eigene ELGA am Computer bedient. Heute, meistens wenn man krank ist, ist es selten, dass man nur mehr von einem Arzt, einer Ärztin behandelt wird. Sondern in der Regel wandert man von einer Institution zur anderen, gerade wenn man chronisch krank ist, wird von Facharzt zu Facharzt geschickt oder muss verschiedene Fachärzte aufsuchen, Röntgen, Labor, verschiedene Leistungen, man ist einmal im Krankenhaus, muss in ein Reha-Zentrum und wird vielleicht dann auch zu Hause intensiv von verschiedenen Organisationen betreut. In diesem eigentlich vernetzten System sollte es doch so sein, wenn mehrere Berufsgruppen und mehrere Organisationen zusammenarbeiten, dass auch die Informationen zwischen ihnen diesen gewährleisten muss. Momentan ist es ja häufig so, dass man die einzelnen Zettelbefunde selber von Arzt zu Arzt trägt. Damit er nämlich auch das vorhandene Wissen, was für Befunde gibt es denn schon, welche Medikamente nimmt der Patient, zurückgreifen kann und darauf seine aktuelle Therapie oder Diagnostik aufbauen kann. Man erwartet sich durch ELGA, dass dadurch, dass Befunde da sind und man sich sie nicht aus dem Grund, weil vielleicht einmal aus organisatorischen Gründen, was Informationen nicht da sind, dann noch einmal Untersuchungen machen muss. Wie oft ist es schon passiert, dass man sagt, na, machen wir das Röntgenbild noch einmal, haben sie es nicht mit, macht nichts. Es macht schon was, man muss sich nicht unnötig Strahlbelastungen aussetzen.